das Okitok Medienfestival von Klaus Glatze. Schöne Musik, aber schön ist auch, dass der Herr Professor Dr. Franz Hörmann heute bei uns ist, hier beim Heidis Zauberpark Medienfestival von Okitok. Ich überreiche einfach mal Mikrofon und freuen wir uns auf Professor Dr. Franz Hörmann. Franz, du bist dran. Herzlich willkommen den Anwesenden hier im Raum, genauso wie den Zuhörerinnen und Zuseherinnen über das Internet, die jetzt vielleicht live dabei sind. Ende des Geldes ist so ein emotionsbeladenes Rahmenthema. Im Großen und Ganzen möchte ich den aktuellen Status, die Entwicklung der Geldillusion oder wie man es auch nennen könnte, der Geldpathologie, also des Krankheitsbildes, berichten. Das Krankheitsbild, das darin besteht, in kleinen, verknappten Teilchen einen Wert zu sehen. Das ist etwas, was uns schon von klein auf beigebracht wird. Wir werden also auf diese Geisteskrankheit hin konditioniert. Warum? Weil man uns damit dann besonders leicht kontrollieren und steuern kann. Es gibt zwei Techniken, die da ganz einfach sind. Und das eine ist die Erpressung und das andere ist die Bestechung. Und das tun viele Eltern zum Beispiel bei den Kindern schon ganz intuitiv, indem sie sagen, wenn du nicht das oder das oder wenn du das oder das, dann. Ja, also sie werden erpresst oder bestochen. Und unser pyramidales Gesellschaftssystem, wenn wir also für die nachfolgende Generation wollen, dass es ihnen in dieser Gesellschaft besser geht, unseren eigenen Kindern, und sie sollen also in der sozialen Schicht aufsteigen, ja, auf eine höhere Ebene kommen, dann vermitteln wir ihnen in Wirklichkeit nur, dass es in dieser Gesellschaft angenehmer ist, sich bestechen zu lassen, als sich erpressen zu lassen. Zu mehr wird es nie kommen, solange wir ein solches System haben. Das ist das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Tu alles, damit du bestechlich bist. Andernfalls musst du dich erpressen lassen. Das hat mit dem Tauschzwang kleiner, verknappter Teilchen zu tun, die historisch einmal aus Gold waren oder anderen Edelmetallen und wo man aufgrund des Gewichts, also zum Beispiel ein Pfund, was ja ein Gewichtsmaß war, ja, also aufgrund des Gewichts dieses Goldes, den Menschen einreden konnte, dass das ein bestimmter Wert sei. Das Paradoxe daran ist, dieser Wert existiert natürlich nur, wenn das, was den Wert repräsentiert, immer knapp ist. Also der Wert ist quasi die Verknappung. Und Knappheit kann natürlich kein Wert sein. Knappheit ist aber ein wunderbares Erpressungs- und Bestechungsmittel in einer Tauschökonomie. Das sind die logischen Zusammenhänge, die jetzt sozialpsychologisch ausgebeutet wurden über einige Jahrtausende der Gesellschaft. Und weil das über die gesamten Generationen und ganze Menschheitsgeschlechter praktiziert wurde, nehmen wir das nicht wahr als das, was es ist, also eine Erpressungs- und Bestechungsspielregel, sondern wir glauben immer noch, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir uns zum Beispiel Gold zur Seite schaffen oder andere Wertrepräsentationen wie Wertpapiere und ähnliches. Gold selbst als chemische Substanz, also als Element im Periodensystem, hat durchaus hochinteressante Eigenschaften, gar nicht von der Hand zu weisen. Ja. Vor allem das sogenannte monoatomische Gold, das aber eher so ein weißes Pulver ist, hat wunderbare, besondere Gesundheitswirkungen, ja, und da ist man immer noch am Forschen. Und das soll man auch nicht kleinreden. Ja. Und Gold war für ältere Kulturen das materialisierte, eingefangene Sonnenlicht. Es ist ein Metall, das nicht korrodiert, das aber komischerweise in Südamerika ja, im Überfluss vorhanden war, dann von den Spaniern entsprechend gestohlen wurde. Es liegt natürlich die Überlegung nahe, dass wenn es in Südamerika in der Erdkruste relativ häufig vorkam, vielleicht gibt es das auf anderen Kontinenten auch in einer Menge, von der wir nie etwas erfahren dürfen, weil sonst das Verknappungsspiel nicht mehr funktioniert. Und man hat dann in moderneren Zeiten, als dann der religiöse Glaube nicht mehr in der breiten Bevölkerung durchsetzbar war, nämlich als Befehlsmittel, ja, weil die Menschen gesagt haben, na, ich suche mir einen anderen Glauben, ich tritt aus der Kirche aus, ich werde vielleicht Atheist und glaube an gar nichts mehr. Da hat man dann versucht, mit der Ratio, mit der Vernunft zu argumentieren und hat anstelle religiöser Glaubenssysteme Wissenschaften installiert.
Und die Wissenschaften, wenn wir sie jetzt wirklich analysieren, haben natürlich eine Berechtigung für den Fortschritt, nur dann, wenn sie empirisch arbeiten. Das heißt, wenn die Hypothesen und Theorien auch durch ein Experiment überprüft werden können, insbesondere, wie das der Sir Karl Popper dann gefordert hat, falsifiziert, also widerlegt. Popper stand auf dem Standpunkt, dass er gesagt hat, verifizieren, also als wahr nachweisen mit endgültiger Gültigkeit, kann ich eine Theorie und Hypothese sowieso nicht, ja, weil ich quasi nicht alle denkmöglichen Fälle abtesten kann und das wäre die Voraussetzung, damit das endgültig wahr ist. Aber es genügt schon ein einziger Gegenbeweis, dass ich eine Hypothese beispielsweise verwerfen kann, Falsifikation. Deshalb kam man auf die Idee, Falsifikation ist wichtiger, wertvoller für die Empirie als Verifikation, die er als unmöglich betrachtet hat. Das ist von der Logik her gesehen nachvollziehbar. Er hat dann in einigen Büchern, wie man wunderbar schon auf den ersten Seiten erkennen kann, selber aber in seinem Leben gegen diesen Grundsatz auch immer wieder verstoßen, was unglaublich lustig ist, wenn man sich das durchliest. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gefährlich, eine Überlegung, ein geistiges Modell, eine Hypothese durch eine einmalige Falsifikation quasi sofort zu entsorgen. Ja, und zu sagen, das ist jetzt widerlegt, da schauen wir nie wieder hinein. Da versuche ich einen etwas achtsameren Ansatz zu wählen und zu sagen, also in diesem Kontext wurde diese Hypothese widerlegt, aber die legen wir jetzt gewissermaßen in ein Archiv auf Lager und in einem anderen Zusammenhang kann diese Denkform für uns durchaus wieder interessant und hilfreich sein. Ja, also nicht komplett ausradieren, sondern zurücknehmen in diesem Kontext und vielleicht in einem anderen Kontext wird sich diese Idee noch als sehr nützlich erweisen. Das wäre sinnvoller, also so eine Art Wissensarchiv. Und jetzt gibt es natürlich auch sehr viele Wissenschaften, die nicht empirisch arbeiten. Da sind auch sehr interessante, zum Beispiel Geisteswissenschaften dabei, ja, die wertvoll sind und die uns wirklich um viel weiterbringen können, obwohl sie nicht immer empirisch arbeiten können. Es gibt aber auch bestimmte Wissenschaftsbereiche, die sich selbst als normativ bezeichnen. Und normativ heißt regelsetzend. Und da muss man dann schon sehr genau hinsehen, was das im Detail wirklich bedeutet. Normative Wissenschaften sind insbesondere die Rechtswissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften. Und das sind die zwei mächtigsten Blöcke im sogenannten Wissenschaftssystem, weil über die staatlichen Institutionen diese zwei Bereiche sich anmaßen, über alle anderen Wissenschaftsbereiche, vor allem auch die Geisteswissenschaften, sich zu erheben. Wenn wir also im Bereich der Geistes- oder Naturwissenschaften beispielsweise forschen wollen, ja, staatlich unterstützte Forschungen, dann kommt sehr schnell ein Bescheid aus dem Finanzministerium und irgendjemand wird sagen, da haben wir jetzt kein Budget mehr dafür. Ja, da kann jetzt nicht geforscht werden, weil einfach was das Geld knapp ist. Erstaunlicherweise. Ja, Geld wird dann als knapp erklärt. Und da muss man sich dann fragen, wie kommen jetzt normative Wissenschaften, die, wenn man sie sich genau ansieht, Pseudowissenschaften sind, ja? Denn sie sind ja nur vermutlich Wissenschaften. Die deutschsprachige Wikipedia sagt das so schön. Die Aufgabe der Philosophen, vor allem der Wissenschaftstheoretiker, wäre ja mal abzuklären, was ist überhaupt Wissenschaft? Ja, wo kann ich denn den Begriff Wissenschaft überhaupt sinnvoll verwenden? Habermas hat behauptet, er könne sich normative Wissenschaften vorstellen. Er ist aber die Kriterien dafür schuldig geblieben. Ja, dieser konstruierte Konsens des Konstruktivismus von Fachleuten, ja, wie kommt der zustande? Was passiert hier in den Rechts- und in den Wirtschaftswissenschaften? Ja, wer gibt hier wirklich an, wann das ein gültiger Satz sein kann? Denn so einen flächendeckenden Konsens quer durch die Wissenschaftler gibt es sowieso nie. Ja, da gibt es immer Teilmeinungen und einmal eine herrschende Meinung, die Meinung der Herrschenden, wir wissen, und so weiter. Also das ist völlig ungeklärt. Und daher steht in der deutschen Wikipedia als letzter Satz, und somit ist also die Möglichkeit, ja, dass normative Wissenschaften Wissenschaften sind, immer noch umstritten. Da muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sind umstrittene Wissenschaften. Denen steht noch nicht einmal der Titel Wissenschaft zu. Und das ist natürlich spannend, ne? Weil ich komme von einer Wirtschaftsuniversität. So. Schon wieder ein mehrgleisiger Widerspruch in sich. Die nächste Frage, die man sich hier stellen muss, übrigens sehr schön und elegant ist das auch in der englischsprachigen Wikipedia zu lesen. In der englischsprachigen Wikipedia steht über den Begriff Normative Science
Ganz ehrlich, so ehrlich, dass es einen wirklich vom Hocker haut. Da steht drin, Normative Science, ja, das sind geistige Modelle mit einer eingebauten, impliziten, also nicht offengelegten, politischen Präferenz. Wow, diese Ehrlichkeit auf Wikipedia. Eine versteckte, ja, eingebaute politische Referenz nennt man normative Wissenschaft. Hallo, und dafür gibt es Universitäten. Das ist einfach gemacht. Das ist eine nicht sogenannte gemacht, Macht, ja, natürlich. Das ist also eine axiomatische Vorgangsweise. Axiome sind einfach unbewiesene oder unbeweisbare Grundannahmen, die natürlich immer notwendig sind. Also wenn ich beginne, mich selbst zu erforschen und damit eigentlich die ganze Welt, die ich wahrnehmen kann, dann bleibt am Ende immer nur ein Satz übrig, der natürlich ein Axiom ist, weil ich ihn nicht beweisen kann, und das ist, ich bin. Ja? Das ist das Axiom, von dem kann ich eigentlich nur alles andere ableiten. Und jetzt ergeben sich automatisch zwei Zugänge. Ich kann sagen, ich bin Solipsist, dann bleibt es dabei. Ich bin und sonst nichts. Also alle anderen, die so tun, als wären sie Menschen, eigenständige Wesen mit Bewusstsein, die dürfen das, aber sie können mich nicht wirklich überzeugen. Ich kann immer noch sagen, das ist eine reine Simulation, ja, und wenn ich dem jetzt auf den Schädel haue und den jetzt ausplündere, dann ist das halt mein subjektiver Film, das ist mein subjektives Universum, da kann ich machen, was ich will. Das ist ein philosophischer Standpunkt, auch wenn es schwer fällt, ja, sich mit sowas irgendwie anzufreunden. Und das andere, das ist eben der Dialog, die Kommunikation und der geistige Austausch. Also die Vielheit der Wesenheiten und auch des Bewusstseins, also dieses aufgespaltete, verästelte Bewusstsein. Und das sind eben die Zugänge, die mir da mehr am Herzen liegen als normative Wissenschaft. Also normative Wissenschaft ist für mich schon beinahe eine Perversion von Wissenschaft. Man muss sich ja in der geschichtlichen Entwicklung auch fragen, wie ist es überhaupt möglich gewesen, dass wir den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, also Geld als Tauschmittel und als Wertaufbewahrungsmittel, wie man es uns immer wieder so lustig erzählt, dass man das also komplett vom Rechtssystem entkoppelt hat. Warum gibt es überhaupt diese Zweiheit, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften? Was soll das bringen? Wenn man auf der einen Seite den Menschen einredet, dass was knapp ist, hat einen Wert und was nicht knapp ist, kann keinen Wert haben, und weil das für die anderen knapp ist, ist es für dich ein Vorteil, wenn du es hortest. Weil dann hast du prozentuell, ja, mehr davon als die anderen. Ja? Also wenn man in dieses Verfahren eintrichtert, sie so konditioniert und programmiert von klein auf, und nebenbei gibt es dann noch einen Satz von Regeln, an denen sich alle halten sollen, habe ich hier eben die Wirtschaftswissenschaften und da die Rechtswissenschaften, ist vollkommen klar, dass ich damit einen Widerspruch konstruiert habe, und zwar künstlich konstruiert habe. Ganz anders und sinnvoll wäre es ja, wenn man Menschen beibringt, da gibt es einen Satz von Regeln, den alle gemeinsam erstellt haben. Du auch, das ist auch deine Verantwortung, den immer wieder zu überprüfen. Ist er noch zeitgemäß, stehen da ein paar dumme Regeln drin, ja? Gibt es bessere Regeln etc. Und dann, weil wir diese Regeln alle gemeinsam gemacht haben, wollen wir uns auch alle daran halten. Und die, die das tun, die sich nachweislich an die Regeln halten und die vielleicht auch so schlau sind, die laufend weiterzuentwickeln, weil sie uns Fehler zeigen können, die anderen übersehen haben, ja, na, die werden dann automatisch von uns allen belohnt. Das wäre der vernünftige, ja, der organische, der natürliche Zugang, dass das eine Einheit ist. Ich kann nicht die menschliche Gesellschaft willkürlich in zwei Teile spalten und sagen, da Ökonomie, da verknappen wir auf Teufel komm raus und berauben uns im Nullsummenspiel gegenseitig. Nullsummenspiel ist eines meiner Lieblingsthemen, da kommen wir noch dazu. Und gleichzeitig bauen wir da irgendwelche Regeln und wer erwischt wird dabei, dass er sich hier nicht dran hält, den sperren wir ein, da gibt es dann Sanktionen. Wo man natürlich auch fragen kann, was bringt eine Sanktion, wäre Ursachenforschung nicht besser? Ursachenforschung, was war die wahre Motivation? Also ich kann immer nur sagen, weil ich den Schuldbegriff komplett ablehne in meinem Leben. Schuld ist wahrscheinlich historisch das mächtigste Machtmittel überhaupt und kommt von alten Religionen. Wieso? Weil wenn ich mit einer Handvoll Priester eine große Gesellschaft steuern und überwachen will, dann geht mir mehr oder weniger das Personal aus. Ich muss ja hinter jedem, ja, einen Wächter stellen und den permanent 24 Stunden überwachen, damit er nicht gegen die Regeln verstößt. Das haben die Herrscher in früheren Jahrtausenden schnell erkannt. Und dann haben sie einen ganz einfachen, spannenden Trick entwickelt und gesagt, wie kann ich das machen, dass sich die trotzdem an meine Regeln halten, wenn kein Wächter dabei ist? Und das ist das Schuldgefühl. Das heißt, immer dann, wenn der etwas tut, was gegen die Regel verstößt, bestraft er sich
psychologisch selber, weil er dann ein Schuldgefühl hat. Und die Geschichte, dass auf Wolke 17 ein Mann mit einem weißen Bart sitzt, der alles sieht und der ganz grausam zuschlägt, irgendwann, irgendwo, na, das ist eine schöne Mythologie, eine schöne Legende, auf die man so etwas stützen kann. Eine Bestrafungsmythologie. Ja? Schuld ist also nur eine Bestrafungsmythologie. Es gibt in unseren rechtlichen Werken, in den Gesetzen, auch Schuldbegriffe. Und juristisch gibt es von der Schuld verschiedene Ausprägungen. Da gibt es den Vorsatz und da gibt es die Fahrlässigkeit insbesondere. Ja, und wenn ich sage Fahrlässigkeit, ich habe etwas getan und bin also schuldig wegen Fahrlässigkeit, dann kann ich sagen, okay, ich war im Moment unaufmerksam, das passiert Menschen nun mal. Da müsste man die Technologie verbessern, ja, damit bei Unwirksamkeit kein Schaden entsteht, beispielsweise. Ja. Oder ich war nicht richtig geschult. Ich habe mich übernommen. Ja. Ich war einen Moment nicht in der Lage, etwas zu steuern, was ich sonst gekonnt hätte. Ja. Fahrlässigkeit fällt für mich also nie unter irgendeinen Schuldbegriff, ja, sondern das ist eher Überforderung und falsche Systemausgestaltung. Und dann kommt der Vorsatz. Wenn ich also einem anderen Menschen vorsätzlich Schaden zufüge, dann, mit Verlaub, gestatte ich niemanden über so etwas zu richten, weil man sollte davon ausgehen, dass ich wusste, was ich tat. Okay? Ich überlege mir das ja vorher selber, ob ich das tue oder nicht. Und wenn ich das getan habe, dann gibt es einen Grund dafür und der Grund ist zu hinterfragen. Dann geht es um die Motivation. Und das ist natürlich Juristen viel zu kompliziert. Die müssten ja in die Psyche, in die Persönlichkeit einsteigen, in die Vorgeschichte. Da gibt es subjektive unterschiedliche Meinungen. Wie bei jedem Verkehrsunfall vor Gericht. Ja? Die Zeugen sagen, ein Paar, das Auto war rot und die anderen sagen, es war grün. Ja? Alle Augenzeugen, ist bekannt. Die Phänomene treten immer wieder auf. Ja? Also da fängt es überhaupt erst an, auf dieser Ebene interessant zu werden und hört das Rechtssystem schon auf. Ja? So wie bei den billigen Hollywood-Filmen, ja, wo sich Mann und Frau am Ende kriegen, ja? Just married, und dann fahren sie weg, dann ist der Film aus. Und ich habe mir dann immer gesagt, und jetzt fängt die Geschichte erst an, interessant zu werden. Warum zeigt man das nicht? Also, das ist ja in Wirklichkeit eine kindische Groteske. Ja, das kann man ja als, nur noch als Satire sehen, dass man das Gesellschaftssystem zweiteilt, in die Raffgier auf der einen Seite und in die Angst vor Normen, die sowieso die wenigsten verstehen, weil sie immer komplizierter werden müssen, weil komplizierte Gesetze ihre Erfinder ernähren. Das ist der nächste Punkt. Und dann kommen wir jetzt sozusagen zu der Stufe 2 des Schuldsystems. Wenn wir also im finanziellen, im Geldvermögensteil des Rechtssystems vor den Richter treten, dann sind die Rollen im Vorhinein schon genau definiert, weil da gibt es einen Gläubiger und da gibt es einen Schuldner. Und die spannende Frage ist jetzt, wem wird der Richter glauben und wen wird er für schuldig befinden? Wenn die zwei mit diesen Rollennamen vor ihm auftreten, wird er dann zum Gläubiger sagen, sie sind schuld, ja, und dem Schuldner sagen, ich spreche sie frei, ich glaube ihnen? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil dafür gibt es ja die Rechtstitel. Da haben sie das alles feinsäuberlich auf Papier, egal worauf sich das dann genau bezieht, das ist gar nicht mehr wichtig. Also alleine schon die Bezeichnung dieser Rollen, Gläubiger und Schuldner, ist eigentlich eine Katastrophe. Und wenn man sich dann anschaut, worum es dann hier geht, dann sind das die berühmten virtuellen Teilchen, die ja irgendwann mal Goldstücke waren, die wir uns im Kreis weitergegeben haben. Eine ganz blöde Idee. Eine ganz blöde Idee. Weil erstens kann etwas, das ich in der Hand habe und weitergib, selbst gar keinen wirklichen Wert haben. Hängt ja auch von der Situation ab, in der ich mich befinde. Als Musterbeispiel bringe ich da immer den Fall von einem Medikament, das Bienengiftallergiker brauchen, wenn sie von einer Biene gestochen werden. Ja. Und wenn ich jetzt kein Bienengiftallergiker bin und ich habe sowas zufällig in meinem Eigentum, dann hat es natürlich für mich auch keinen wirklichen Nutzen, keinen Gebrauchsnutzen. Und das ist der einzige wirkliche Nutzen, der Gebrauchsnutzen. Jetzt kann ich auf die Idee kommen, ich könnte einen Tauschnutzen daraus ableiten. Ich gebe das jemandem, der Bienengiftallergiker ist und der es braucht. Und jetzt sagt mir die Ökonomie, dann sollte ich ja den Preis, den ich dafür kriegen kann, also diesen Gegenwert, sagt man ja schon, gegen und nicht mit, ja? Gegen, der Kämpfer schon gegen, diesen Gegenwert maximieren. Dann würde ich ja ökonomisch, wirtschaftlich richtig handeln. Und wenn ich einen Freund habe, der Bienengiftallergiker ist und ich verhandle mit dem und sage, das in der Apotheke kostet so und so viel, ich habe es, brauche es nicht, gebe ich es dir um die Hälfte, zwei Drittel, was auch immer, ist ein bescheidener Preis. Wenn ich ökonomisch richtig denke, dann warte ich, ja, bis in meiner Gegenwart mein Freund einmal von einer Biene gestochen wird,
schaue auf die Uhr und sage, wie viel zahlst du jetzt? Ja, haben wir noch ein paar Minuten, haben wir noch, ne? Noch immer nicht mehr, ja, ich hab's, du weißt es, ich krieg's das, ja, aber erst bitte da unterschreiben, ja, den Scheck möchte ich erst haben. Das ist dann Ökonomie. Das ist Erpressung. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, Bestechung oder Erpressung. Ja? Bestechung am oberen Gesellschaftsende, Erpressung unten, das ist Ökonomie. Und dafür brauchen wir natürlich die Knappheit. Und das Lustige ist, dass es eine englische Definition gibt für Economics. Also die Wirtschaftswissenschaften, die also die Makro- und die Mikrowelt umfassen, was in sich schon ein Blödsinn ist, weil die Mikrowelt nicht, funktioniert ganz anders als die Makrowelt. In der Makrowelt muss sie immer irgendeiner verschulden, in der Mikrowelt will es keiner sein. Also die Widersprüchlichkeit zwischen Mikroökonomie und Makroökonomie, was dazu führt, dass im dümmsten Fall dann Finanzminister sagen, wir führen den Haushalt wie die schwäbische Hausfrau. Dann haben sie gar nichts verstanden, wenn sie das sagen. Nee, weil dann ist das ein Mikrodenken auf der Makroebene. Alleine wer sowas sagt, müsste eigentlich die Kündigung einreichen. Ja, das, am nächsten Tag müsste der Zeitung stehen, tut uns leid, falsches Personal, den wechseln wir aus. Ja, das hat so nicht nie stattgefunden. Zeigt aber auch in Wirklichkeit, was die Universitäten alles nicht leisten. Ja, weil die Dummheit in diesen ökonomisch-rechtlichen Dingen ist so umfassend vorhanden. Warum ist sie umfassend vorhanden? Weil das einzige Machtinstrument ist, das sie im alten System haben, die sogenannten Eliten. Ich mag den Begriff weniger, ja, aber wir werden uns immer wieder von irgendwo, von den Medien und so nahegelegt. Also die einfachste Methode, ein Volk in den Abgrund zu stürzen oder es von außen im Hintergrund zu gängeln und zu steuern, ist es, die Eliten dieses Volkes, also die sogenannte Führungsspitze, diese Handvoll Familien, von der Geldkrankheit abhängig zu machen, von der Geldillusion. Deren Geist so zu infizieren, dass sie glauben, die einzige Chance, die sie haben, ist eben Verknappung. Verknappung und Anhäufung von dem, was für andere knapp ist, in einem Nullsummenspiel. Das ist eine vollkommen absurde Idee und führt immer irgendwann zum Zusammenbruch. Das ist dann immer ein Krieg und das ist ein Vorteil für die, die also von außen dieses System steuern. Ja, denn dieser Krieg in einem anderen Land ist für die, die da draußen sitzen, in den anderen Ländern, eine unglaubliche Geschäftsidee. Ja, erst verkaufen sie die Waffen an beide Seiten, ja, dann finanzieren sie den Wiederaufbau auch für beide Seiten. Die können gar nicht verlieren, ja, geht gar nicht. Also das ultimative Geschäftsmodell ist der Krieg, der aber in Wirklichkeit bei einem Zwangstauschsystem schon im Handel stattfindet. Nicht umsonst spricht man ja von Handelskriegen. Ja, und das ist eigentlich redundant. Handel ist bereits Krieg, denn das ist keine Kooperation. Kooperation ist, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, um etwas zu erschaffen, ja? Etwas Schöpferisches zu tun. Man könnte auch sagen, wenn wir jetzt uns als Gottes Kinder sehen, dann müssen wir Schöpfer sein und keine Händler. Denn Gott hat die Welt erschaffen, aber nicht gekauft. Okay? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist die Schöpferqualität. Und mit einem Tauschgeld im Nullsummenspiel kann ich Schöpferqualität nicht messen. Weil alles, was hier geschöpft wird bei den Geschäftsbanken, sind, um im Spiel zu bleiben, Schulden. Also das, was wir als positiven Wert ansehen, ist in Wahrheit ein negativer Wert. Ursprünglich war es ja so, dass nach diesen Goldstücken im Umlauf Zettel in Umlauf kamen. Das waren die Depotscheine beim Goldschmied. Und die Goldschmiede haben dann eben bemerkt, dass die Menschen am Markt die Zettel lieber verwenden als die schweren Goldstücke. Erstens, ja, haben die einfach ein Gewicht, lassen sich leichter stehlen etc. Also so ein Zettel war da viel praktischer. Und weil das umständlich ist, wenn sich jetzt jeder über den Zettel das Gold holt, das Gold weitergibt und der Nächste lagert es wieder ein gegen einen Zettel, hat man das erste Inhaberwertpapier, nämlich die Banknote, erfunden. Einen Zettel, wo nicht draufsteht, Meier hat so und so viel Kilo Gold beim Goldschmied eingelagert, sondern der den Zettel hat, dem gehört das Gold. Also wurscht wer, der zeigt den Zettel, mein Gold, aus. Und natürlich haben sie konsequenterweise dann gesehen, dass das Gold kaum noch abgeholt wird und haben dann viel mehr Zettel ausgegeben, als sie Gold hatten. Was dann heute verpackt wurde in sogenannte Mindestreservesystem. Aber es bleibt dabei, dass faktisch alle Banknoten, also alle Geldscheine, ein Schuldschein auf Gold ist. Sind sie immer noch.
Auch wenn dann 1971 Nixon gesagt hat, danke, in Amerika jetzt nicht mehr, ja, Leitwährung etc., keine Golddeckung mehr. Angeblich wurde schon in den 30er Jahren verboten, dass man Gold überhaupt als Währung verwendet. Man dürfte nur Goldschuldscheine verwenden. Ist lustig, ne? Denn es könnte ja sein, dass irgendwelche Staaten in Afrika oder sonst wo ganz plötzlich rauskommen mit der Enthüllung, wir haben da so und so viel zigtausend Tonnen Gold, ja, mit denen wollen wir jetzt was tun. Weil Gold haben wir eigentlich viel mehr als ihr in euren Schweizer Tresoren, zum Beispiel. Wäre peinlich. Ne? Kann man nicht machen. Deswegen machen dann die Banken zu und sagen, nein, im Bankkreislauf kommt dieses Gold nicht rein. Ja, lassen wir nicht rein, weil sonst ist es nicht mehr knapp. Dann geht das Spiel nicht mehr. Ja, das muss man sich alles mal vorstellen. So funktioniert die Welt. Ja, wie absurd das in Wirklichkeit ist. Gut, diese Scheine sind daher alle Zettel, die bei uns im Umlauf sind. Nur Schuldscheine und natürlich mangels Gold ungedeckt. Ungedeckte Schuldscheine. Das geht bei der Zentralbank schon los. Ne? Wo der Draghi auf den 100-Euro-Noten unterschrieben hat, wenn es überhaupt seine Unterschrift ist, das Gekrakel, was da steht, ja, das sind eigentlich Schuldscheine. Ungedeckte Schuldscheine. Und jetzt kommt dann noch die nächste Stufe, und das ist das Chiralgeld. Und das Chiralgeld hat den besonderen Charme, dass in der Buchhaltung, so wie das gebucht wird, das noch richtig dargestellt wird. Ja, es ist deshalb richtig dargestellt, weil wenn die Bank zum Beispiel einen Kredit vergibt, so wie sie es heute macht, einen Chiralgeldkredit, ja, dann ist das für die Bank eine ziemliche Peinlichkeit aus rechtlicher Sicht. Da sieht man wieder, warum es sinnvoll ist, Ökonomie und Recht zu teilen. Die Bank bucht nämlich eine Forderung an den Kreditnehmer und gleichzeitig am Girokonto seinen Geldbetrag. Alle Girokonten stehen aber der Bank auf der Passivseite. Na, das ist eine Bankschuld. Man spricht von einer Bilanzverlängerung, Forderung an Fremdkapital. Und jetzt müssen wir uns, wenn ein rudimentäres Buchhaltungsverständnis da ist, einmal überlegen, was ein Darlehen rechtlich ist und wie es verbucht wird. Wenn zwei Freunde Unternehmer sind und jeder hat eine Buchhaltung und der eine leiht dem anderen Geld aus der Kasse, 1000 Euro, dann bucht der das Geld aus der Kasse nimmt, einen sogenannten Aktivtausch. Weil bei dem verschwindet was aus der Kasse, ein Teil seines Vermögens, gibt er weg, die 1000 Euro. Also muss er das ins Haben buchen bei der Kasse. In gleicher Höhe bucht er jetzt eine Forderung an seinen Freund ein. Forderung an Kasse. Und das passiert alles nur auf der Aktivseite, die Bilanzlänge ändert sich nicht. Und das muss auch so sein, denn er gibt ja einen Teil seines Vermögens hin. Das ist ja die Definition, die gesetzliche, eines Darlehens. Ein Darlehen liegt dann vor, wenn ein Gläubiger einen Teil seines Vermögens hingibt und das auch wieder zurückhaben will. Mit Zinsen, ohne Zinsen, das ist dann ein anderes Thema. Aber der muss mal etwas vom Vermögen hergeben. Und dann schauen wir mal, was der Schuldner bucht. Der Schuldner kriegt jetzt einmal das in die Kasse. Also ihm soll Kasse. Gleichzeitig hat er in selber Höhe aber eine Verbindlichkeit an seinen Freund, an den Gläubiger. Also bei dem verlängert sich die Passivseite auch begründetermaßen. Ja? Der bucht einfach Kasse an Verbindlichkeit. Bei der Kasse geht es ein, Verbindlichkeit auch, Bilanzverlängerung mit Fremdkapital. Das heißt, die Bilanzverlängerung mit Fremdkapital ist immer die Schuldnerbuchung. So buchen Schuldner. Gläubiger buchen einen Aktivtausch. Anders geht es überhaupt nicht. Alles andere wäre Bilanzfälschung. Ja? Kann so nicht sein. Und jetzt haben die Banken sogar vor Gericht in Bozen, ja, beispielsweise zugegeben, und das hat auch Kollege Werner vor mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren in einem Selbstversuch in Bayern nachvollzogen, Banken, Geschäftsbanken, die Kredite vergeben, verlängern eben ihre Bilanz. Forderung an Girokonto, an Verbindlichkeit. Das heißt, ich habe buchungstechnisch 2 Schuldner vor mir. 2 Schuldner. Und dann ist mir vollkommen klar, dass dieser Kredit, wenn er so gebucht wird, kein Darlehen sein kann. Es fehlt der Gläubiger. Wir haben hier 2 Schuldner. Die spannende Frage ist, um welches Geschäft kann es sich handeln, wenn beide Schuldner sind? Die Antwort ist einfach. Es ist ein Schuldscheintausch. Also wenn ich dem Herrn Meier schreibe, ich bin dem Herrn Meier 1000 Euro schuldig, und der Herr Meier schreibt, ich bin dem Herrn Hörmann 1000 Euro schuldig, und wir tauschen diese Zettelchen aus, dann ist jetzt die Preisfrage, wer ist hinterher wem wie viel schuldig? Keiner.
dem anderen noch was. Wir haben ja Schuldscheine in gleicher Höhe getauscht. Was heißt das? Das heißt, so wie heute die Banken Kredite vergeben, ist es ein Schuldscheintausch und kein Darlehen, mit der Folge, dass Tilgungen und Zinsen keine Rechtsgrundlage haben. Und das hätte ich gern als Feststellungsurteil vor einem Gericht. Hätte ich gern. Damit wir endlich wieder Ökonomie und Recht vereinheitlichen können. Weil die Richter müssen sich heute unterm Tisch verkriechen bei diesem Argument und sagen, ich bin kein Buchhalter. So einfach ist es, das Volk über Jahrhunderte lang in die Irre zu führen. Also ist es ein Schuldscheintausch. Wenn der Kreditnehmer zur Bank geht, unterschreibt er den Kreditvertrag und erzeugt damit ein Forderungswertpapier, das so viel wert ist, wie da drin steht, 50.000 Euro. Nur wenn das zum Beispiel ein Hypothekenkredit ist, ja, dann hat er ja eine Sicherheit. Das heißt, dieses Forderungswertpapier, der Kreditvertrag des Kreditnehmers, ist werthaltig, weil er mit Vermögen gedeckt ist. Stellen wir die Gegenfrage, womit ist das Chiralgeld der Bank gedeckt? Mit gar nichts. Wir haben es also mit einem gedeckten Schuldschein und einem ungedeckten Schuldschein zu tun. Also ist die Bezeichnung Schuldscheintausch ja, noch ein unglaubliches Entgegenkommen, ein freundliches Entgegenkommen für die Banker. Was es nämlich sonst wäre, möchte ich da gar nicht aussprechen. Das ist wirklich, das ist die Zeitbombe im System. Und wird es wirklich Zeit, dass wir das einmal ernsthaft angehen, um das zu klären mit dem Banker gemeinsam, weil Geld schöpfen müssen sie im bestehenden System sowieso. Bleibt ihnen nicht erspart. Natürlich müssen sie das auch gegen Fremdkapital, sich also immer weiter bilanziell verschulden. Das ist kein Thema. Nur die Frage ist, wie sind denn diese Schulden gedeckt? Kann ich irgendwo einen Wert nachweisen, einen positiven Wert? Natürlich können wir das, denn wir alle leisten ja etwas. Es gibt unglaublich tolle Ideen, es gibt Projekte. Alleine wenn wir in unseren ganzen Ländern überall den Dreck wegräumen, wäre das schon ein Wert? Ja, da sind die Goldbarren, die irgendwo drinstecken, ein Schmutz dagegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn wir da jetzt einmal wirkliche Werte ins Spiel bringen und damit dann diese Schuldscheine decken könnten, mit wirklichen Sinn, aber diese sinnvollen Projekte, die kommen erst dann ins Rollen, wenn sie nach anderen Spielregeln als die heutige Ökonomie abgewickelt werden können. Das ist der nächste Punkt. In der heutigen Ökonomie wird ja wieder nur das am Markt erzeugt, was in höchst kürzestmöglicher Zeit wieder kaputt ist, damit ich was anderes verkaufen kann. Ja? Also nachhaltig sinnvolle Dinge passen heute überhaupt nicht ins System. Die kann man bewerten, wie man will, man wird sie nicht umsetzen können, weil die Unternehmer, ja, die man dafür brauchen würde, werden sagen, ich muss jetzt meine Rechnungen bezahlen, ich laufe einem Auftrag nach und da muss ich schauen, dass die Straße, die ich baue, möglichst schnell wieder kaputt ist, weil dann habe ich Folgeaufträge, kann ich meine Leute beschäftigen. Es gibt diesen alten Witz von dem Bauarbeiter auf der Baustelle, ja, der, nachdem das Haus fertig gebaut wurde, zum Meister rennt und sagt, Meister, Meister, das Haus ist fertig, wann können wir mit den Reparaturen anfangen? Ja? Tja, Vollbeschäftigung. Man nennt das Vollbeschäftigung. Das ist, also wenn ein Politiker im heutigen System von Vollbeschäftigung redet, dann meint er das. Etwas, was kaum, dass es fertig ist, schon wieder kaputt ist. Ja, weil anders ist diese Vollbeschäftigung im bestehenden System nicht haltbar. Wir leben ja von diesen komischen Umsätzen und nicht von einer originären Wertbewertung. Das wäre das andere. Das ist also diese andere Idee, die ich mit dem Informationsgeld ins Leben gerufen habe, wo ich sage, hören wir doch bitte endlich einmal auf, dem Geld eine materielle Eigenschaft anzudichten, die es sowieso nie hatte. War historisch immer eine Verknappungsregel. Knappheit ist nun mal einfach kein Wert. Ich habe also mit der lieben Kollegin Neubronner kurz vor der Veranstaltung ein paar Worte gewechselt und gesagt, ja, haben wir auch über Verknappung geredet. Das Fatale ist, dass unsere Sinnesorgane, unser Sinnessystem in Wirklichkeit so programmiert sind. Alle unsere Sinneszellen, ja, über die wir Reize empfangen, funktionieren so, dass wenn ich nur ganz selten einen Reiz empfange, der für mich unglaublich interessant, spannend und aufregend ist. Wenn ich da jetzt immer wieder drauf drücke, immer denselben Reiz auslöse, immer, immer und immer wieder, dann stumpft das alles ab. Dann ist es irgendwann uninteressant. Nicht? So wie man den Kindern sagt, ja, jeden Tag
in der Woche Sachertorte essen, dann schmeckt es da bald nicht mehr. Ne? Das ist genau der Punkt. Und aus diesem Reizreaktionsmuster unserer Sinnesorgane, dass nur die spärlichen Signale die wertvollen sind, weil natürlich das Gehirn filtern muss. Das Gehirn filtert automatisch irrelevante Informationen aus. Das ist wunderbar und jeder, der mal Bulimie lernen praktiziert hat, ist glücklich, dass es so ist. Ja? Der lernt den Scheiß auswendig vor der Prüfung, ist froh, wenn er nach 14 Tagen alles vergessen hat, weil er ganz genau weiß, dass wir das nie wieder brauchen, außer für diesen komischen Zettel, den er dann dafür kriegt. Vorbereitung auf das Wirtschaftssystem. Und das, was wirklich lebenswichtig ist und so, das vergisst man sowieso nicht. Warum? Weil man das auch immer wieder braucht, dieses Wissen. Ja? Also wenn man mit verschiedenen Technologien zum Beispiel zu tun hat, unterschiedliche Computerwelten wie Apple, Windows und vielleicht Linux, ja? Oder mit verschiedenen Autos fährt, verschiedenen Automatik oder sonst was, und die einen eben eher häufiger und die anderen immer nur in großen Intervallen selten, dann weiß man genau, wovon ich rede. Ja? Da ist man dann immer wieder bei irgendeiner Betriebsanleitung und schaut zum 100. Mal hinein. Ja, und er sagt, jetzt habe ich wieder ein halbes Jahr das nicht gemacht, jetzt muss ich wieder lernen, wie es geht. Das ist aber eigentlich okay, dass unser Gehirn so funktioniert, stimmt schon. Man hat nur diese Methodik ausgebeutet und gegen uns gerichtet, als Machtbeherrschungsinstrument. Was eigentlich normal ist in diesem Spiel, wenn man sich gegenseitig ausbeuten will. Aber auf die Idee kommt man wieder nur durch Nullsummenspiele. Das ist das Verrückte. Nullsummenspiele sind deshalb so schädlich, weil sie in Wahrheit den Informationsfluss blockieren und verunmöglichen. Wir leben heute, wenn wir uns das Internet anschauen, eigentlich schon seit guten 20 Jahren, in einer Informationsgesellschaft, die im nächsten Schritt eine Wissensgesellschaft sein sollte. Ich komme ja in Wirklichkeit aus Information Accounting, also aus Rechnungswesen Informationssystemen, die ich auch selber programmiert und entwickelt habe in meiner Laufbahn. Ja, mit verschiedenen Sprachen, auf verschiedenen Ebenen. Deshalb bin ich einer der wenigen, der auch weiß, wie Buchhaltungsprogramme intern programmiert sind und was man dabei alles da drinnen machen kann. Ja. Und das ist zum Beispiel Wissen, das ich mir selbst angeeignet habe, weil das im deutschen Sprachraum nicht unterrichtet wird. In Amerika hat man ungefähr 30-40% der Lehrinhalte. Nur dieses Information Accounting Systems. Im deutschen Sprachraum, und das heißt, wie schauen die Datenbanken aus, wie funktionieren die, wie muss ich warten, was ist ein Webserver, wie muss ich den absichern gegen Hacker und so weiter. Ja, alles das klein aufgearbeitet, sodass es ein CPA, Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer, da drüben wirklich verstanden hat. Im deutschen Sprachraum gibt es diesen Fachbereich überhaupt nicht. Ja, Accounting Information Systems gibt es nicht. Man nennt das bei uns Wirtschaftsinformatik. Und was ist das? Das sind Office-Schulungen nach Microsoft-Unterlagen. Das macht man so. Das ist also für die Sklaven und das ist für die Herren. So wird es gemacht. Ja? Und es war also wirklich nur Zufall und meine brennende Neugier und mein Interesse, die Liebe also zu diesen Inhalten, ja? Nämlich zu der Information, die dann noch irgendeine Bedeutung hat, nach der andere sich richten auf fast magische Art und Weise, obwohl sie gar nicht verstehen, was da drin steht. Deswegen magisch. Magische Rituale. Fortgesetzt im Rechnungswesen. Es ist das gleiche primitive Verhalten der Menschen. Es gibt halt ein paar Weise, die ihnen sagen, was die Zahl bedeutet oder was die Sonnenfinsternis bedeutet, ja, oder der Regen. Und die scheinen das zu wissen, die anderen richten sich danach. Und wenn wir uns jetzt ein Nullsummenspiel anschauen, wie es funktioniert, dann ist es gibt die Spieltheorie, komischerweise die Unterscheidung Null- und Plussummenspiele so thematisiert, wie ich das jetzt versuche, das kommt in der Literatur einfach nicht zum Vorschein. Alle gehen implizit immer von Nullsummenspielen aus. Ne? Da habe ich das Gefangenendilemma und hin und her und wurden Nobelpreise verliehen, ja, für so kindische Dinge, aber eben immer nur im Nullsummenspiel. Dass es Plussummenspiele auch gibt, das ist fast nicht nach, fast in der Literatur zu suchen, ja, kommt nirgends vor. Aber da gibt es eben im Informationsbereich, da ist Informationsfluss ist und der Wissensweitergabe, ganz, ganz elementare Unterschiede. Am schönsten sieht man das wirklich bei einem Spiel wie Poker. Poker hat ja die Regel, the winner takes it all. Alle machen Einsätze und dem Gewinner gehören dann alle Einsätze. Der kriegt also seinen zurück und den der anderen Mitspieler auch. Das heißt aber jetzt natürlich, sein Gewinn ist unmittelbar die Beraubung der anderen. Die müssen vorher schon etwas, was eigentlich ein Wert ist für sie, ja, müssen sich schon gedanklich einmal trennen, wenn sie es in diesen Topf schmeißen. Ja, als Einsatz.
Da wissen Sie schon, das ist at stake. Das ist jetzt im Risiko, das ist im Feuer. Und möglicherweise ist das dann weg. Und jetzt schauen wir, wie sich das aufs Informationsverhalten auswirkt. Was ist denn die Erfolgsstrategie für einen Pokerspieler? Das ist das berühmte Pokerface. Gib keine Information weiter. Ja? Steinernes Gesicht, egal wie es dir geht, was für ein Blatt du hast, keine Kommunikation. Oder noch besser, der Bluff. Ja? Das heißt, täusche den anderen, gib eine Information weiter, aber die falsche. Und das ist aber vollkommen logisch, denn wenn mein Gewinn in der Beraubung der anderen besteht, dann kann ich keine ehrliche Information weitergeben, weil sonst gewinne ich ja nicht. Die wissen das ja. Jeder weiß, dass der andere ihn berauben will, daher wird keiner ehrlich kommunizieren. Das ist ein Nullsummenspiel. Und so haben wir die ganze menschliche Gesellschaft über das geschlossene Rechnungswesensystem der doppelten Buchhaltung, ja, weltweit im sogenannten Kommerz, also im erzwungenen Beraubungssystem, im internationalen, ja, eingerichtet und installiert. Daher ist es überhaupt kein Wunder, dass aus jedem Handel irgendwann einmal ein Krieg wird, ein Handelskrieg. Weil ja schon der Handel selbst die Beraubung darstellt. Wenn ich sage, ich gebe etwas hin von Wert und will denselben Wert oder mehr vom anderen wieder, und zwar unter Zwang, ich kann das durchsetzen, ich kann ihn, wie das so schön heißt, exekutieren. Ich kann ihn also töten lassen, hinrichten. Exekution bitte ist eine Hinrichtung, ist eine Tötung. Okay? Ist das noch keinem aufgefallen? Handelsrecht, bringen wir Leute um durch Exekutionen? Witzig. Also durch dieses Handelsrecht wird die Bevölkerung auf der kleinsten Ebene gespalten und schwach. Weil jeder ist der Feind von jedem. Das ist aber kein Naturgesetz und das ist auch nicht menschlich. Das ist durch das Nullsummenspiel erzeugt, das man uns aufgezwungen hat. Es gibt aber andere Kartenspiele auch. Mein Lieblingsspiel heißt Wizard, wie auf Englisch der Zauberer. Gibt es die Spielregeln sogar auf Wikipedia. Ja. Von Amigo heißt diese Kartenfirma. Worum geht es da? Da kriegen alle ihre Karten ausgeteilt. Dann wird vom Reststapel eine Karte umgedreht, das ist die Trumpffarbe. Und jetzt wird es interessant. Als erstes muss jeder Spieler sein Blatt bewerten bei dieser Trumpffarbe und dann vorhersagen, ankündigen, wie viele Stiche wird er in dieser Runde machen. Das ist sein Vertrag, sein Kontrakt. Den macht er aber nicht bilateral auf schuldrechtlicher Ebene mit einzelnen Mitspielern, sondern mit der ganzen Gemeinschaft, also als Gesellschaftsvertrag. Er braucht nicht genau einen Partner, ja, den er über den Tisch ziehen muss, damit er selber einen Vorteil hat, sondern er kündigt der Gemeinschaft an, was er bereit ist zu leisten, so und so viele Stiche. Wenn er genauso viele Stiche wirklich macht, dann kriegt er eine super Belohnungsprämie nach dieser Runde. Macht er weniger oder mehr Stiche, auch Überstiche, gibt es einen Strafabschlag. Was heißt das? Das heißt, wenn ein Spieler sagt, dass er 3 Stiche machen will und er macht sie, dann wird er sofort aufhören, stechen zu wollen, wird kooperieren und wird nachlassen, wo immer das geht. Peinlich wird es, wenn er mal nicht nachlassen kann, weil dann kriegt er keine Prämie. Dann hat er quasi versagt. Ne? Aber auf der anderen Seite heißt das auch Folgendes, wenn ich 3 Spieler habe und 10 Stiche in einer Runde und einer sagt, er macht 3 Stiche, der zweite auch 3 und der dritte 4 und es geht sich für alle aus, jeder hält den Kontrakt ein, dann heißt das, dass ich jetzt alle 3 mit Punkten belohnen muss, die ich in einem Nullsummenspiel niemandem wegnehmen könnte, ja, weil ja alle die Verträge eingehalten haben. Und das heißt, ein ethisches Wirtschaftssystem, ein faires System, kann überhaupt kein Nullsummenspiel sein. Ein Nullsummenspiel geht immer zu Lasten von irgendwem und zwar nicht moralisch und dann sagen, na, das sind die halt nicht leisten können, ja, oder das sind die Dummen, das ist nicht die Leistungselite, ja, sondern rein technisch aus dem System des Spiels, weil es nicht anders geht. Verschärfen könnte man das Ganze, wenn man jetzt dieses Nullsummenspiel dann noch ein Zinseszinssystem aufpropft, dann wird es überhaupt lustig. Ja. Also wenn man auf ein Nullsummenspiel ein Zinseszinssystem noch aufsetzt, dann ist das der beste Beweis davon, dass diese Gesellschaft so dumm ist, dass es einen guten Grund gibt, dass sie nicht überleben wird. Das ist eine beinharte Aussage, aber hat sich in der Geschichte immer wieder bewahrheitet. Das ist so. Das ist wirklich Naturgesetzlichkeit, ja, weil Intelligenz überlebt, nicht die Schönheit. Die Intelligenz überlebt.
Und so viel Dummheit, ja, dass man auf ein Nullsummenspiel, das schon komplett schädlich ist, das alle Werte der Gesellschaft auf den Kopf stellt. Wenn man sich an null werthaltigen Symbolen als Gegenleistung orientiert, anstatt den Wert der eigenen Leistung zu optimieren. Wenn ich einen Gesellschaftsvertrag mit der ganzen Gemeinschaft mache und dann fair meine Leistung deklariere und sie auch ehrlich einzuhalten versuche, was passiert denn dann? Dann bin ich über den Gesellschaftsvertrag immer Teil der Gesellschaft und es passiert etwas Magisches. Mein Individualnutzen und das Gemeinwohl können überhaupt nie in einen Widerspruch geraten. Das ist der Punkt eines Plussummenspiels und der Kooperation. Denn alles, was für die Gemeinschaft gut ist, muss auch für mich gut sein, weil ich ja Teil der Gemeinschaft bin. Und umgekehrt, alles, was für mich gut ist, muss auch für die Gemeinschaft gut sein, weil ich ein Teil der Gemeinschaft bin. Damit brauche ich nie auseinander zu dividieren, was kriege ich, was kriegen andere hin und her. Das ist eine Gemeinschaft. Ja. Und diese einfache Wahrheit, ja, so schwierig überhaupt argumentieren, vortragen und kommunizieren zu müssen, ist also schon ein Beweis dafür, in welchen geistigen Ebenen wir uns da seit Jahrhunderten verrannt haben. Das müsste eigentlich jeder Mensch intuitiv aus sich selbst heraus spüren. Kleine Kinder spüren es noch. Mein eigener Sohn, irrsinnig lustig, mit dem wir halt auch 6, 7 Jahre alt, ne, so Kartenspiele gespielt haben für Kinder. Und man muss sich das wirklich mal anschauen. Die meisten Spiele, die wir haben, auch Mensch, ärgere dich nicht oder so, ja, das sind wirklich Nullsummenspiele. Überlegt es einmal, sucht es einmal wirklich mit kritischem Geist, ob ihr irgendwo Plussummenspiele als Gesellschaftsspiele findet. Ja? Wertvoll, die sollte man sofort raussuchen und sagen, die spielen wir jetzt, die anderen bitte weg. Und mein Sohn hat bei diesen Nullsummenspielen immer so gespielt, dass er verloren hat. Und die anderen Kinder, die dann dabei waren, die haben das gesehen, das kannst du jetzt nicht machen, dann verlierst du ja die Figur und da hast du einen Strafpunkt und der Dünner hat gesagt, will ich ja nicht, ich will nicht gewinnen. Ich will nicht gewinnen, ich will das andere gewinnen. Und hat immer verloren. Und irgendwann haben die halt nicht mehr mit ihm gespielt und gesagt, mit dem kann man nicht spielen, der will immer verlieren. Ja. Er hat gesagt, das hat ihn nicht interessiert. Gewinnen wollte er nicht, das war ihm zu dumm. Er hat gesagt, ich spiele so, dass ich immer verliere. Ich habe dann erst viel, viel später das reflektiert. Heute weiß ich genau, was er meint. Wirklich lustig. Dieses feine Gefühl zu haben, ja, das zu spüren. Dann haben wir gesagt, etwas gemeinsam aufzubauen, ja, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das ist doch das Einzige, was sich wirklich lohnt, in einer Gemeinschaft zu tun. Ja. Über andere herzufallen, nur weil die eine andere Ausbildung haben, irgendwas nicht verstehen, ja, oder sonst wie, das ist ja nicht würdig, für Menschen gar nicht würdig, ja, für aufgeklärte Menschen schon gar nicht. Ja, und da stehen wir jetzt eben an einem ganz entscheidenden Punkt. Einerseits gibt es das Erfordernis, mit einer Feststellungsklage einmal festzustellen, dass es beim Bankkredit in heutigen Form um einen Schuldscheintausch geht und nicht um ein Darlehen. Andererseits habe ich es geschafft, dass mit der Hilfe einiger italienischer Freunde mein 1-Seiten-Gesetzesvorschlag für den Debt-Equity-Swap, das heißt die Bankentschuldung ohne Steuergeld, wo man einfach nur aus dem Fremdkapital der Girokonten Eigenkapital des Staates macht, Staatsbeteiligung an der Bank, dann kann die Bank alle faulen Kredite locker abschreiben, es bleibt immer noch Eigenkapital übrig, eine Staatsbeteiligung, ja, und auf den Girokonten auf der niedrigen Ebene verwandelt man das Ganze in Treuhandkonten und damit haben wir ein Vollgeldsystem. Weil erst wenn dieses Geld aus der Bankbilanz draußen ist, haben wir Frieden. Ja. Erst dann haben wir einen entscheidenden Erfolg. Und das, Bankenrettung ohne Steuergeld plus Staatsbeteiligung plus Vollgeldeinführung, geht mit einem 1-Seiten-Gesetzestext. Und der größte Teil sind irgendwelche Einführungsbestimmungen und Ausführungsbestimmungen am Schluss, ne? Weil das ist eigentlich nur ein kleiner Absatz. Das hat die Cinque Stelle-Partei in Rom schon ins Parlament gebracht, ist natürlich von den anderen abgelehnt worden. Aber wenn ja mal irgendwann sich die politischen Kräfteverhältnisse ändern, dann ist es vollkommen klar, dass das jetzt verankert ist im Demokratiegedanken. Ja? Da werden die Banker nicht mehr rauskommen. Denn nur durch diese Spaltung zwischen Ökonomie und Recht in diese zwei Bereiche ist ja dieser berühmte Satz möglich geworden, gib mir die Macht über die Geldschöpfung und es interessiert mich nicht, wer die Gesetze schreibt. Und ich habe diesen Satz ja umgedreht auf meiner Homepage. Ja? Ich habe daraus gemacht, gib mir die Macht der Gesetzgebung, dann ist es mir egal, wer das Geld verbucht. Und das ist einmal der erste Schritt, dass wir dort wieder hinkommen. Ja? Man hat uns eben vom Gesetz und vom Recht abgelenkt und hat so getan, als müssten wir auf Konten suchen und Goldbahn suchen und sonst irgendwas, um Probleme zu lösen, was aber nie stimmt.
Denn das sind alles immer nur Bewertungsfragen. Im Rechnungswesen weiß man das ganz genau. Deswegen sind die wichtigsten Leute im System auch nicht die Banker. Viel wichtiger sind die Wirtschaftsprüfer. Es sind die, die diese Bewertungsregeln festlegen und bestimmen. Ja, und dazu wurde ich auch noch nie interviewt in diesen Querdenkergeschichten. Es wäre wahnsinnig wichtig, dazu da mal eine Stellung zu beziehen und das zu erzählen, was in den letzten Jahrzehnten in dem Bereich alles passiert ist. Schon in den 90er Jahren hat ein amerikanischer Rechnungswesenprofessor, der nach Deutschland kam und dessen Vortrag dann übersetzt wurde auf Deutsch und in voller Länge in der Fachzeitschrift Die Wirtschaftsprüfung erschienen ist. Und er hat schon in den 90er Jahren gesprochen von dem Zusammenbruch der Rechnungslegung in den Vereinigten Staaten. Ja? Und zwar hat er das noch präzisiert, er hat gesagt, der politisch-ökonomische Zusammenbruch der Rechnungslegung in den Vereinigten Staaten. Das war sein Vortragsthema. Okay? Aber das ist etwas, was der breiten Öffentlichkeit und der Bevölkerung verborgen bleibt. Und die Politiker wissen es auch nicht. Das hält man von ihnen fern. Die glauben immer noch an eine Wissenschaft, die irgendetwas exakt misst, die uns eigentlich nur in einem Tauschzwang mit sinnlosen symbolischen Zettelchen hält, ja, oder Bits und Bytes. Wie gesagt, im Elektronischen wird es dann überhaupt absurd, weil ja ein Symbol in einem Speicher, ja, eine 0 oder 1, gar nicht tauschfähig ist. Deswegen hat man überhaupt die Blockchain erfunden, damit man so tun kann, als wäre es zwingend, dass wenn ich eine 0 oder 1 dort hinüberschiebe, ich die dort da auch wegnehme. Ich kann ja genauso gut Informationen kopieren, ja? Dann spielt es überhaupt keine Rolle, dann brauche ich es insbesondere gar nicht zu verschlüsseln. Das fällt alles weg. In der Kooperation alles einfach, offen, transparent, brauchen wir das nicht. Und wir sind immer in der Fülle, weil wir immer nur auf unsere Leistung schauen. Ne? Gib mir die Macht der Gesetzgebung, ist mir egal, wer das Geld verbucht. Diese Hypnose, dass wir jetzt da ach so tolle Rechnungswesensysteme brauchen mit Blockchain, Kryptowährung, das muss alles sicher sein und weg von den Banken. Reines Ablenkungsmanöver. Wir benötigen ein anderes Rechtssystem mit anderen Institutionen. 90% der heute existierenden Institutionen brauchen wir nicht mehr. Wir sind alle freie Menschen. Wir können in autonomen kleinen Communities, Gemeinschaften unsere Spielregeln selber bestimmen. Wir können dort Technologien verwenden, ja, die die Schulwissenschaften noch nie gesehen haben, wo sie noch eine Zeit lang brauchen werden, bis sie verstehen. Und das Leben wird einfach. Einfach, entspannt und gemütlich. Und auf das freue ich mich. Und ich selbst lebe das jetzt schon einige Jahre. Und meine robuste Gesundheit führe ich auch darauf zurück. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen. Danke. Ja, hat jemand was am Herzen? Bitte? Ja? Ah, jetzt kommt das Mikro zum Einsatz. Bitte, ja, gerne. Aber erst, wenn das Mikro bei dir ist. Kugelschreiber raus. Ach, zum Einschalten. Test, Test. Ja. Danke für die Ausführungen, war jede Menge Theorie dabei. Es kommt immer darauf an, wann die Praxis dazukommt. Ja, natürlich. Ich habe auch verfolgt, Entschuldigung, dass Sie in Deutschland aktiv sind bei der Deutschen Mitte. Ja. Gibt es in Österreich auch schon Ähnliches? Ja, es gibt jetzt in Österreich eine Bewegung, die nennt sich Die Weißen. Und diese Bewegung ist im Umfeld des Kreditopferhilfevereins entstanden. Und die sind auch sehr an Basisdemokratie interessiert. Also die sprechen auch davon, dass man über Handy-Apps direkt sofort Abstimmungen vollziehen kann und ähnliche Dinge. Wunderbar. Ja, schaut euch das an. Wenn ihr Die Weißen einfach eingibt im Internet, kommt ihr auf die Homepage. Dahinter steht eine Gruppe, ein Verein von österreichischen Rechtsanwälten, die auch auf ihrer Vereins-Homepage offen vom Rechtsbankrott in Österreich reden. Ja, also es ist für die Insider, die also hinter den Kulissen an diesen Dingen arbeiten, viel, viel dramatischer, als man das in öffentlichen Medien lesen kann und das die Bevölkerung erfährt. Was natürlich auch schon einen Sinn hat, denn wenn die Bevölkerung das ungefiltert ist, einfach so ins Gesicht geschlagen bekommt, ja, dann wird es wahrscheinlich schon etliche Aufstände und Gewaltausbrüche und sowas geben, die wir vermeiden wollen. Das ist klar. Daher ist es wichtig, dass wir immer zunächst einmal mit den Lösungen rauskommen und dann erst erklären, was, welche Probleme wir damit gelöst haben. Mhm. Deutsche Mitte, kurze Nachlieferung, Statusbericht dazu, hat es in 10 von 16 Bundesländern geschafft, auf der Liste zu sein. Das sind aber die 10 größten. Daher brauchen Sie nicht 5%, sondern 5,9%, um in den Bundestag zu kommen, ist immer noch möglich.
Ein Wackelkandidat ist jetzt Sachsen, das ist leider ein großes Bundesland, wo die Wahlbehörde aus einem Grund, der Landesparteileiter hat dort die Stimmen, Unterstützungsunterschriften abgegeben und hat sich danach in den Ruhestand zurückgezogen, wurde von einem anderen abgelöst. Und allein aus diesem Grund hat dann die Wahlbehörde gesagt, und jetzt sind die abgegebenen Unterschriften nicht gültig, was absurd ist, weil das damit nichts zu tun hat, wer die jetzt da eingereicht hat. Ja, wenn die in sich gültig sind, dann kann hinterher ein anderer den Posten besetzen, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Der schlimmste Fall wäre, dass dann die Wahl angefochten wird und dann in Sachsen eine Nachwahl stattfinden muss. Ne? Das wäre der Worst Case. Aber man sieht schon, dass hier versucht wird, ein bisschen das zu verhindern. Christoph Hörstl selbst war ja inzwischen, kann man sich auf YouTube anschauen, auf der Krim bei einem großen Festival und hat dort einige Generäle, aber auch Putin getroffen und mit ihm gesprochen. Ja. Also der Kontakt ist eh schon da. Und jetzt wird man mal sehen, wie sich die Außenpolitik dann auf die Innenpolitik auswirkt. Okay. Noch eine kleine Nachfrage. Ja. Wie schätzen Sie die Situation ein, bis wann diese tollen Theorien, sage ich jetzt noch dazu, die Sie vertreten, wirklich Teil unseres praktischen Lebens werden? Da kann ich auf verschiedenen Ebenen antworten. Für sich selbst im persönlichen Leben kann es sofort passieren. Kann sofort passieren. Man muss sich also wirklich nur diese komische Brille ablegen, die uns aufgesetzt wurde mit Mangel und mit Tausch und Verknappung und Geld. Wenn man das einmal selber persönlich ablegt, dann schaut die Welt schon einmal ganz anders aus. Nach einer kurzen Zeit des Unbehagens, ja, das ist also so wie man vielleicht seekrank wird auf einem Schiff, ja, lebt man dann in einer ganz anderen, ungewohnten Qualität, weil es verschwinden zum Beispiel sämtliche Ängste. Das hat auch mit dem Gesundheitsbereich wahnsinnig viel zu tun, wenn man weiß, dass Gesundheit immer, bitte wirklich immer, geistige Grundlagen hat und man das beherrscht, dann verschwindet nicht nur die Angst vor Krankheit, dann verschwindet auch der Begriff der Krankheit. Das gibt es dann nicht mehr. Es gibt nur ein subjektives Wohlbefinden und vielleicht ein leicht gemindertes Wohlbefinden, aber das verschwindet genauso schnell, wie es gekommen ist, weil das einfach ein ganz natürlicher Vorgang ist. Also der Zustand Krankheit ist, muss ich wirklich sagen, eine geistige Erfindung. Mhm. Ja? Da haben wir den Bruce Lipton da, DVD, Entstehung Krankheiten, was das ist, 10 Euro. Also mir ist das so richtig bewusst geworden, wie ich dieses Buch gelesen habe von einem wunderbaren Mann auch, Andreas Winter, einem Deutschen, der eigentlich Sozialpädagoge ist von der Ausbildung, der aber jetzt mit Trance und Hypnose arbeitet. Und der hat als erstes Buch geschrieben, Heilen durch Erkenntnis. Und das ist es eigentlich. Ja. Erklärt das ganz genau, den Mechanismus, was dahinter steht. Wenn man das einmal verstanden hat, braucht man keinen Doktor mehr. Also keinen Mediziner. Bitte, ja. Ich kann Ihnen eins, zwei. Ja. Ich unterschreibe es vollkommen, was Sie sagen. Möchte aber auf den ähnlichen Punkt aufsetzen. Logisch, völlig klar. Ja. Wir sind aber keine logischen Persönlichkeiten, sondern auch psychologische. Und da sehe ich zwei Punkte. Denn die Angst hat einen riesen Vorteil. Ich brauche nicht auf die Wahrheit schauen. Und daran halten sich extrem viele Menschen, weil es besser ist, dass der andere schuld ist. Erster Punkt. Das heißt, ich muss psychologisch in eine Dehypnose gehen. Und das ist ein langer Prozess. Davor haben 95% der Bevölkerung große Angst, weil sie auch getragen wird von der Machtstruktur. Das heißt, die zweite Geschichte, warum soll die herrschende Macht eine Änderung wünschen? Was war 08? Das war alles ja bestens. Die Herrschenden haben gleich viel verloren, dadurch ist die Hierarchie in der herrschenden Struktur nicht geändert worden. Also warum soll man was ändern? Was hat sich seit 08 geändert? Nichts. In der Machtstruktur, in der Bankenstruktur und, und. Deswegen setze ich auf die Frage, besteht überhaupt die Möglichkeit einer Änderung? Ja, die Änderung ist die Hoffnung habe ich, aber... Die Änderung ist eingeplant, so wie alles andere auch. Es hat sich, da möchte ich einen kleinen Widerspruch anmelden, schon etwas geändert, und zwar nicht die Struktur der Macht, aber die Persönlichkeiten der Macht. Es wird schrittweise, sowohl in Österreich als auch in den Vereinigten Staaten, ja, und in anderen Ländern
so agiert, dass die sogenannten Marionettenherrscher immer groteskere und absurdere Persönlichkeitszüge haben, sodass dadurch das System demaskiert wird. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass schon 2016 Coverbild, The Economist, was bringt 2017, ein Rad gezeigt hat. Und da waren drei Politiker draufgeflochten. Die Marie Le Pen, ja, dann ein Holländer, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und die dritte, die da draufgeflochten war, war die Merkel. Und wenn man weiß, wem der Economist gehört, dann weiß man auch, dass das der ist, der sagen kann, Merkel kommt oder Merkel geht. Und wenn er das aufs Coverbild von Economist 2016 draufgibt, das ist so ähnlich wie mit den Illuminaten-Kartenspielen, wo man die World Trade Center-Türme gesehen hat und ähnliches. Ja, ja. Also das ist immer noch eingetreten, was da war. Ja. Aber das ist im Machtsystem eine Person und da spielen mehrere Spieler. Das ist im Machtsystem eine Person, da spielen aber mehrere mit. Ja. Und das ist gruppendynamisch, das ist keine Polarität mehr, sondern eine gruppendynamische Situation. Natürlich. Natürlich, das sind mehrere Gruppen, die miteinander Spiele spielen. Ja. So ist es. Ja. Und genau. Wir sind das Spielmaterial. Nein. Und das ist aber niemanden. Das ist jetzt eben der Punkt. Das Ende des Materialismus, in dem sind wir ja schon, da sind wir eigentlich schon drüber. Die Leute merken es nicht, weil sie sich noch nach materialistischen Regeln verhalten. Ja? Wir sind schon lange im Postmaterialismus. Seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo die Quantenphysiker uns gesagt haben, dass es Materie nicht gibt, sind wir bereits im Postmaterialismus. Das ist die logische. Ja, aber genau. Psychologisch halten wir immer noch fest am alten System. Freilich. Und da läuft aber der Großteil der Bevölkerung. Das ist richtig. Das ist richtig. Warum soll es so sein? Weil es in der Übergangsphase auch einen Vorteil hat, wenn die Bevölkerung nach den materialistischen Regeln noch steuerbar ist. D'accord, aber cui bono? Wem nutzt es in dem Machtspiel? Im Prinzip kann es. An sich nutzt es einmal gar keinem. Ja? Aber es kann von denen genutzt werden, die diese neuen Spielregeln kennen und beherrschen. Ja? Und da die neuen Spielregeln uns ja in eine Win-Win-Gesellschaft führen, nützt es am Ende des Tages uns allen. Davon bin ich unerschütterlich überzeugt. Ich würde gerne daran glauben. Ich bin alt, 68er. Dann ist es in Wirklichkeit, wenn wir daran glauben. Gibt's noch eine Frage gibt es ja. Vom Kevin. Eine Sache zum Informationsgeld, eine Frage. Und zwar bin ich mitgenommen worden heute und die wusste auch von Franz Hörmann und wusste von der Theorie. Und sie hat mich gefragt, wie kann man kontrollieren und wer kontrolliert, dass man nicht bescheißt in einem neuen System. Und dann habe ich ihr gesagt, gut, dann ist es, wenn wir in einem guten System sind, dann hat man gar nicht, das ist auch eine psychologische Geschichte, dein Vertrauen in die Leute. Und wenn es eine Grundversorgung gibt zum Beispiel, dann wird es auch abklingen. Aber sie meinte, wenn sie bei ihrem Bruder arbeitet und wer sagt mir dann, dass er mir nicht 8 Stunden aufschreibt und ich habe 4 Stunden. Sie macht die Rezeption und Dekoration. Also da kann ich jetzt einmal noch aus dem alten System heraus relativ einfach antworten. Wir haben heute schon ein Kontrollsystem der Finanzbehörden, die zum Beispiel über den Wareneinsatz und die Umsätze einen Würstelstand verproben. Ja? Die sagen, wenn du das und das angeblich verkauft hast, du hast aber wesentlich mehr Würstel eingekauft, als du in den Umsätzen deklariert hast, dann stimmt irgendwas nicht und dann wirst du geschätzt. Und die Schätzung ist natürlich immer zum Nachteil des Steuerpflichtigen. Klar. Ja? So. Was heißt das fürs Informationsgeld? Der schönste Fall des Informationsgeldes ist ja die Gratiskonsumption. Wenn die Kunden gratis konsumieren. Warum? Weil auf der Konsumentenseite hat der Preis ja nur eine Funktion. Er soll ein zu knappes Angebot auf die zu große Nachfrage verteilen. Deswegen wird er dann dort quasi eine Auktion veranstaltet und es kriegen nur die das, die dann den Betrag noch bereit sind zu bezahlen. Ja, bietet man sich hoch. Wenn ich aber jetzt den Bedarf mit der Kapazität exakt abdecken kann, dann benötige ich diese Verteilungsfunktion. Knappes Angebot auf übergroße Nachfrage nicht, weil dann passen die schon zusammen mit dem Ergebnis, dass dann alle Konsumenten gratis konsumieren. Wird dann nichts mehr gelöscht, wird kein Geld mehr gelöscht. Und das ist das ultimative Ziel dieses Informationsgeldsystems. Ja? Und da kann dann spannenderweise niemand mehr betrügen, will auch keiner mehr betrügen, weil wenn mein Bedarf gedeckt ist, was soll ich dann noch?
Was darüber hinaus, wenn ich jetzt etwas habe, das ich gar nicht brauche, dann will ich es in Wirklichkeit auch nicht. Das ist ganz natürlich, weil Menschen so funktionieren. Auf der Leistungsseite, wo die zufriedenen Kunden durch die Geldschöpfung den Leistenden belohnen, wenn sie zufrieden sind, ja, ist die Überwachung relativ einfach. Der Tag hat 24 Stunden. Ja. Mehr als 8 Stunden, 10 Stunden, 16 Stunden Tätigkeit kann man nicht nachweisen. Wenn man jetzt 3 Freunde hat und man hat für jeden dieser Freunde 8 Stunden gearbeitet, ja, durchgehend 24 Stunden ohne Schlaf, ohne Erholung oder sonst was, dann wird das dem System auffallen. Man sagt, schlafen dann sie gar nicht, ja, merkwürdig. Ne. Dann wird kontrolliert. Ist das automatisch, da kann man Trigger einbauen, das geht heute vollautomatisch, so etwas. Ne. Und dann muss man dazu sagen, ja, zu welchem Tarif wird denn da beschissen? Wenn der jetzt eine Leistung erbringt als Rezeptionistin oder was, gut, was heißt das? Dann arbeitet sie vielleicht 6 Stunden, aufgeschrieben werden 8. Wahnsinniger Betrug. Wahnsinniger Betrug. Ja. Ich meine, wenn die in der gleichen Zeit sagt, diese Rezeptionistentätigkeit ist mir eigentlich langweilig. Ja. Ich arbeite jetzt nur 2 Stunden, und zwar ehrlich, und die restlichen 6 Stunden mache ich etwas ganz anderes, was aber so spannend ist und wo ich auch wesentlich mehr Geld verdienen kann, dann werden die Menschen dazu übergehen, dass, wenn sie sagen, ich mache das wirklich nur wegen dem Geld, sich genau die Tätigkeiten herauszusuchen, ja, die für sie spannend sind und gleichzeitig maximales Einkommen generieren. Diese Wahl habe ich ja dann immer. Ich kann ja quasi stundenweise, ja, meinen Job wechseln. Das ist der Unterschied zu heute. Heute ist es ja für über 50-Jährige überhaupt nicht mehr möglich, irgendwas zu tun am sogenannten Arbeitsmarkt. Ja. Und auch der Rest wird in sinnlosen Schulungen, wo nur die Schulungsfirmen verdienen, gegängelt. Ja, also das ist zusammengebrochen. Das System kann man auch nicht mehr reparieren. Ja, jede Versuche der Reparatur wäre Zeitverschwendung. Sinnlos. Bitte? Ein Auslaufmodell. Ein bereits ausgelaufenes Modell. Ein schon ausgelaufenes Modell. Ja, das ist. Ja, genau, das Reiten toter Pferde. Eine Art Wirtschaftsprüfer oder so siehst du dann immer noch? In minimaler Form, weil dieser Wirtschaftsprüfer, der kann man als System ins System einprogrammieren. Ja, das schlägt einfach Alarm, wenn jemand 24 Stunden oder länger an einem Tag arbeitet. Trivial. Ne? Und dann geht man einfach aber jetzt als Coach hin, als Berater und sagt, was war deine Motivation? Kennst du dich im System nicht aus? Ja, weil du kannst in viel weniger Zeit, wenn es dir wirklich nur ums Geld geht, viel mehr verdienen. Mach eine anstrengende Tätigkeit, 2 Stunden am Tag, und verdienst damit so viel Geld, dass du den Rest deiner Zeit mit Dingen zubringen kannst, die du vielleicht weniger verdienst, ja, aber die viel spannender für dich sind. Und das ist eine sinnvollere Tätigkeit, ja, als Betrug zu versuchen. Ich glaube, viele Betrüger sind intelligent, deswegen betrügen sie ja. Und die Intelligenten, die erkennen auch, wenn es für sie, ja, angenehmer ist, zu kooperieren als zu betrügen. So einfach ist es. Ich möchte kurz was anmerken. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Ja, machen wir jetzt dann langsam. Wir können dann draußen auch ein bisschen plaudern. Die Quantenphysik erwähnt haben. Ja. Es gibt heute um 13 Uhr einen Vortrag, den ich halte, was heute schon mit Quantentechnologie im praktischen Leben möglich ist. Wunderbar. Das wollte ich einfach erwähnen, dass wir da vielleicht weiter aufbauen können. Freut mich, danke. Ich freue mich drauf. Danke, und ich bin jetzt nachher gerne bereit zu kleineren Gesprächen. Danke dir, Frau Franz. Danke dir, Klaus. Danke, okay. Ich muss mir jetzt die Kabel da mache ich gleich. Ich muss. Gut, jetzt möchte ich mit dem Motivator einen großen Applaus für einen.